Hallo und herzlich willkommen zur 21. Folge von City Skylines hier auf MyQuarter TV. Wir waren ja an unserer schönen Insel stehen geblieben, wo wir unseren Hafen draufbauen und dann auch auf Waldindustrie gehen wollen. Und um das Ganze erstmal zu machen, brauchen wir eine Autobahnverbindung, beziehungsweise ja, überhaupt irgendwie eine Verbindung. Ja, und da haben wir gerade die Metropole geschaffen, wodurch wir jetzt auch Flughäfen bauen können. So, erstmal jetzt hier für die Insel, dass wir das Ganze anschließen können. So, ich schätze ja mal, der meiste Verkehr wird hier rausfahren und dann da wieder wegfahren. Heißt, wir sollten eigentlich erst hier die Abfahrt haben und dann die Zufahrt. So, ich gehe jetzt einfach mal hier raus. Mit einer schönen Kurve hier rein. Wenn es so einfach wäre. Machen wir es so. Gut. Die erste hätten wir. So, jetzt müssten wir. Siehst du, da ist mir gleich noch ein Fehler aufgefallen. Oder habe ich einen Fehler gemacht? Sagen wir es so. Ja, wir müssen. Wir müssten hier rausgehen. Und erstmal die Abfahrt da in die Richtung setzen. Und der wird gleichzeitig mit einem Tunnel die andere Straßenseite gehen. Was wir genauso gleichzeitig machen müssen, ist, dass wir hier rausgehen. Gut, dann machen wir das Ganze wieder mit ein paar Tricks. So. Ein Stück weiter rüber und ein bisschen mehr biegen das Ganze. Gerade rüber. So, und dann gehen wir runter. Und damit wir jetzt die beiden Abfahrten auch noch verbinden können, müssten wir hier hinten rausgehen. Dann dort oben anschließen. Und damit das Ganze auch besser wird, baue ich hier das Ganze nochmal um. Wir zweispurige Straßen haben in dem Bereich, wo wir quasi mit mehr Fahrzeugen fahren. Und dann können wir das Ganze sogar noch einstellen. Auch wenn es eigentlich voreingestellt werden sollte. Aber damit es da definitiv keine Missverständnisse bei den Autos gibt. Hier wird es lustig, weil die sollen gerade ausfahren. Dann abbiegen dürfen, weil das hier die Vorfahrtsstraße ist und die von da bevorzugt reinfahren sollen. Hier ist es sowieso klar. Hier sollen die aber eher so fahren. Wir hoffen, dass es klappt. Ganz sicher werden wir sehen. Und hier ist das eine reine Abbiegerspur. Machen wir das mal so, dass die da und dahin dürfen. Nur dass hier alle immer wegkommen. Das gleiche in die Gegenrichtung. Die dürfen
beiden. Wir dürfen auf die beiden. Dass da der Verkehr abfließen kann. Gut. So, die hier wollen Wasser haben. Dann geben wir ihnen auch mal Wasser, weil mich nervt das Blinken langsam. So, dann verlegen wir hier gleich auch schon mal die Wasserleitung insgesamt. Sollte ja so ausreichend sein. Das funktioniert nicht. Und dann gehen wir da auch noch mal bis dahin. Wasser haben wir auf der Insel. Aber das Ganze ist jetzt nicht gerade das Problem. Oh, Strom ist nicht mehr angeschlossen. Gehen wir mal dahin. Können die auch da besser bauen? Können die da eigentlich auch einziehen? Hier hinten nochmal die Straßen verbinden. Und theoretisch sogar hier einmal Straßen hinsetzen. Dann nochmal ein bisschen Gewerbegebiet hin. So. Das Einzige, was mich gerade so ein bisschen wundert, ist, dass keine neuen Leute einziehen wollen, groß, beziehungsweise allgemein wir ja, keine Nachfrage haben. Aber das wird sich hoffentlich gleich ändern. So, jetzt kommt das Schwierigere. Zweitautobahnkreuz. Wenn ich das hier fast noch durchziehen würde und dann auf diese Straße anschließen würde. Das ist eigentlich auch nicht so das Beste. Das eigentlich müsste dieses Autobahnkreuz hier so schön mitten rein. Nur, dass das ein bisschen schwierig ist. Gut. Das heißt, wie bauen wir das Ganze, weil wir hier auch noch die Abfahrt haben. Mal dahin, nehmen die Krümmung hier raus. Nicht welche Richtung das Ganze hat, ist auch eigentlich erstmal egal. Hier schräg rüber. Passen das Ganze hier auch wieder an. So. Dann gehen wir hier mit einer Kurve rüber. Ordnung aussieht. Wir ein Stück rüber. Das noch an. Ziehen das dahin. So. Hätten wir das zumindest mal die Autobahn bis darüber. Gibt es auch gleich eine bessere Autobahnanbindung allgemein darüber. So. Jetzt kurz mal diese Autobahnabfahrt stoppen. Ebenso wie wir hier die Auffahrt mal kurz wegnehmen. Erst aus dem Ende machen wir die Abfahrt. Das legen wir da so drauf.
ganz wichtig, dass die hier nicht auf die andere Autobahn fahren dürfen. Nämlich nicht gestattet. Das Gebäude muss ich auch eben einmal wegnehmen. Dass den Bereich einfach mal sauber mache, dass wir hier nicht unnötig Fahrzeuge da stehen haben, die am Ende Probleme machen. Und zumindest schon mal die Autobahnanbindung bis drüben und da fahren auch schon die ersten hin. Strom. Haben wir hier immer eine Verbindung. Zack, zack. Strom haben wir. Müllfahrzeuge können dort auch hinfahren. Und es fahren noch direkt die ersten Fahrzeuge her. Mehrere Probleme. So, in den Innenkreis kommt eine Polizeistation. Ebenso ein Kranken. Nee, eine Feuerwehr ist dort. Zack, und ein Krankenhaus. Nicht hin. Müll können wir auch hier drüben direkt verbrennen. Hier nochmal eine zusätzliche Verbrennungsanlage. Jetzt laufen wir dahin. Zwei Stück. Und damit hat das Ganze auch Strom. Weil die einerseits selber Strom produzieren und andererseits hiermit verbunden sind. Problem kann halt nur sein, wenn wir hier die Straßen mal upgraden müssen. Das geht nicht. Aber das Problem können wir dann uns auch nochmal annehmen. So, jetzt die Leute sollen natürlich auch dorthin kommen, vernünftig. Das heißt, wir bauen das Autobahnkreuz hier. Da ich vermute, dass dort sehr viel Verkehr sein könnte, bauen wir das einfach mal jetzt in groß. Bis hier, zack. Großverbindungsstraße. Dann ebenso müssten wir hier ja wieder, dass wir in die Stadt kommen und auch weg. Hier würde ich denken, dass so eine reichen dürfte. Brauche ich gerade eigentlich schon wieder. Nichts Schönes. Erstmal die Innenkreise. Hier den Innenkreis. So rum. Jetzt passen wir jetzt nochmal ein bisschen an. Und dann brauchen wir dann noch einen Richtungswechsel. Ja, das Ganze ist halt nicht unbedingt schön, weil ich kann nicht unbedingt so schön bauen. So. Ja, neues Gebäude. Ich weiß, wir können Flughäfen bauen. Den bauen wir später. Nächste Kreuzung. Das heißt, wir müssen jetzt von hier darüber. Eine Kurve. Also müssen wir hier raus. Bis dahin.
So, dann passen wir das Ganze wieder an. Die Kurve ein bisschen weiter nach hinten ziehen, das Kader hier ein bisschen mehr ausholen lassen. Genauso hier. Das zumindest schon mal. Haben wir jetzt hier drunter Stau? Weil wir hier von der Abfahrt Stau haben. Weil wir das hier rausnehmen können, weil die dann hier rüber fahren können. Weil weißt du was? Ich mach das einfach für mich einfacher. Warum soll ich es mir kompliziert machen, wenn es auch einfach geht, ne? So, Autobahnkreuz. Da rein platziert. Fertig. Noch nicht ganz, das muss auch noch weg. Stücken gehen weg, die beiden gehen weg. Das Ganze kriegen wir leicht angepasst hier. Das Ganze ein bisschen kurviger machen. So, haben wir das angepasst. Das. Zack. Dort die Straße wieder rein. Ein tiefer. Auch dort die Straße. Das Ganze drehen wir einmal. Hätten wir auch diese Verbindung geschaffen. Nehmen wir da auch die letzten beiden Stücke weg. Die brauchen wir nicht unbedingt. Hier bauen. Hier die Autobahn noch ein kleines Stück näher. Die Runde ein bisschen an. Dann haben wir auch diese Autobahnstelle erstmal gelöst. Die einzige, die jetzt ein bisschen unschöner ist, ist diese hier. Aber auch das kriegen wir relativ einfach gelöst. Ich hätte gerne eine Kurve. Sechsspurige Straße mit Bäumen. Geradeaus bitte. Können wir die sogar bis dahin anschließen? Nur auch den Strom einmal neu legen. Können wir hier die ganzen Querstraßen auch durchziehen. Zack, zack, zack. Kann hier sogar noch eine zwischen, wa? Oder nahezu. Hier noch ein bisschen neu bauen lassen. So, das dahin. Und dann kommt hier die Autobahnanbindung hin. Die soll dann im Kreisverkehr sein. Heißt Kreisverkehr. Und Kreisverkehr bräuchten wir. Das heißt, der Straße geht doch nochmal weg.
Gab's doch hier auch eine Möglichkeit. Glaube ich. Oder nee, das war ein anderer Mod, was ich gesehen habe. War das. Die beiden jeweils weg. Da rein. Das geht dahin. Denkt man noch die Abfahrten. Zack. So. Die muss dann da noch reingehen und die muss da noch rausgehen. Drehen wir einmal, ziehen das Ganze hier zurück, hoffen, dass alles klappt. So, hätten wir auch das angeschlossen. Dann können wir jetzt mit den beiden letzten Straßen da reingehen und dann war es das auch wieder für die Folge, weil wir sind schon wieder bei, ja, 20 Minuten, das geht ja noch. Geht zwar noch, aber ist Überlänge. Wie immer. Damit haben wir auch diese Autobahnstelle angeschlossen. Komplett hoffentlich. Genau. Damit können die dann hier quasi geradeaus fahren, dann hier auf die Autobahn in alle Richtungen. Das heißt, sie können hier in die Richtung und so weiter. Lass uns ganz mal laufen, weil die ganzen Autos müssen erstmal den neuen Weg suchen. Das Ganze schauen wir uns kurz nochmal an und dann sollte das hoffentlich alles passen. Also hier nochmal eine zusätzliche Einfahrt zu machen, kann man machen, sollte man vielleicht aber nicht. Ich glaube, wir müssen mal noch mal was an den Spuren machen. Das ist Abbiegerspur. Die dürfen auf die Spur oder geradeaus. Da dürfen die auch auf die geradeaus. Die fahren geradeaus. Die fahren geradeaus. Die dürfen nur dorthin abbiegen. Weil die auch dahin dürfen. So, die können dahin und dahin abbiegen. Die nur dahin. Oder halt in die andere Richtung. Wir hoffen, dass das alles funktioniert, wobei das ist eine Ampelkreuzung. Fällt mir gerade auf. Daher ist das eigentlich sogar fast egal. Weil das natürlich hier alle auf die Autobahn wollen. Oder die meisten. Von da oben wollen die alle auf die Autobahn und davon drüben. Und der Stau geht inzwischen auch schon ein gutes Stück zurück. Gut, dass wir über die falsche Straße fahren. Falsche Straßenseite, sagen wir es so. Aber dann haben wir hier noch ein paar Einschnitte, die wir machen können. Ja, von da dürfen sie immer fahren. Da. Und hier Vorfahrtsrichtung, ne? Da dürfen sie in beide Richtungen. Ja, Kreisverkehr ist natürlich immer ein bisschen Staub. Staubbelastend. Beide nur geradeaus und eine Abbiegerspur. Gleich machen wir hier auch. Und hier machen wir
Ja, wir fahren dann hier. Dahin, dahin. Dahin, dahin. Die dürfen auf alle drei. So. Wir hoffen, dass sich hier kein neuer Großstau entwickelt. Aber dann würde ich sagen, war es das wieder mit der Folge. Deswegen nachher 18 Uhr, glaube ich. Was, 18 Uhr? Glaube ich, kommt nächste Wave-of-Folge. Morgen dann wieder, glaube ich, Maschinski. Von der schaltet wieder ein. Bis dahin. Tschüss.